Der Fusionstraum der beiden Städte Bruck-Kapfenberg ist vorerst geplatzt. Nach dem unverhofften Rücktritt der Kapfenberger Bürgermeisterin Brigitte Schwarz, ihrem Vize Hannes Weißenbacher und zweier Stadträte, stoppte Bruck als Konsequenz darauf die Gespräche zur geplanten Gemeindefusion 2015 mit der Partnerstadt. Der Schock über die aktuellen politischen Veränderungen sitzt tief. Immerhin habe man noch vor wenigen Tagen Fusionsgespräche geführt und das nicht nur mit Kapfenberg, sondern auch mit den Umlandgemeinden. Die politische Vertretung in Kapfenberg hat nun jedoch die Verhandlungen mit Bruck klar in den Mittelpunkt gerückt. Die Umlandgemeinden sollen erst nach einer Einigung der beiden Städte mit einbezogen werden. Das hat nun die Fusionsträume in weite Ferne gerückt. Ich stelle nochmals fest, ich werde mich nicht einmischen. Zu dem sich äußern, was in Kapfenberg jetzt intern passiert. Aber es betrifft uns und mir scheint jetzt sozusagen die Gelegenheit genommen, konstruktive Gespräche in dieser weiteren Form auch weiterzuführen. Eine Eiszeit zwischen den beiden Partnerstädten wird es dennoch nicht geben. Also Manfred Wegscheider war Bürgermeister und wir haben das beste Einverständnis immer gehabt, da gibt es überhaupt keine Frage. Na, sehen Sie das so, es wird ja keine Mauer entstehen in Dimlach oder in Berndorf. Wir werden selbstverständlich weiterhin zusammenarbeiten. Wir haben unglaublich viele Berührungspunkte im Mürzverband, im Sozialhilfeverband. Wir haben eine gemeinsame Verwaltungsgemeinschaft zur Kanalreinigung gegründet. Natürlich werden diese Sachen weitergeführt und da kann es kein Misstrauen und kein Gegeneinander geben. Aber das, was wirklich als Zukunftsprojekt dahinter steht, nämlich gemeinsam eine große Stadt zu werden, scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Die Tür ist also nur angelehnt und noch nicht geschlossen. Für Verhandlungen auf Augenhöhe ist die Brucker Stadtverwaltung bereit. Nun warte man gespannt auf den Amtsantritt von noch Landtagspräsident Manfred Wegscheider und seine Fusionspläne. Kommt es zwischen den beiden Städten Bruck-Kapfenberg zur keiner für beide Seiten zufriedenstellenden Einigung, verfolgt die Stadt Bruck, allen voran Bürgermeister Bernd Rosenberger, den sogenannten Plan B. Es gibt natürlich den Plan B. Wir haben in der Kleinregion Bruck, das ist die Stadt Bruck, das sind die Gemeinden Oberreich, Berneck und Breitenau, ja eine kleinregionale Versammlung schon einberufen gehabt. Es sind alle Strukturen gelegt. Wir haben dort einstimmige Beschlüsse schon in der Vergangenheit, bevor die große Fusionswelle gekommen ist, gefasst. Also ich werde an die Bürgermeisterin und an die Bürgermeister dieser Kleinregion Bruck jetzt herantreten und werde dort versuchen, auf Vertrauensbasis dafür zu werben, dass wir uns in dieser Region zusammenfinden. Ob Plan A oder B, bleibt abzuwarten. Vorerst allerdings wird es keine Verhandlungen mehr geben. Die 19 gebildeten Arbeitskreise haben ihre Arbeit auf unbestimmte Zeit niedergelegt.